Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und unseren Fairy Tales. Unser guter Jim gönnt sich jetzt hier erstmal ein bisschen Sushi. Ich glaube zumindest, dass es Sushi ist. Kann natürlich auch sein, dass es Gemüserollen sind. Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Nein, es sind tatsächlich Sushi-Rollen. Dann ist es ja gut. Und ansonsten geht hier alles so seinen Gang bei den Fairy Tales. Wir versuchen immer noch mühsam irgendwie Geld zusammenzusparen, damit wir hier mal ein bisschen weiter ausbauen können, umbauen können. Und eine Hochzeit steht eigentlich auch noch an. Ich glaube, ich würde mittlerweile sogar lieber gern die Hochzeit hier abhalten. Das fände ich eigentlich ganz gut. Ich würde hier so ein bisschen den Boden glätten und dann einfach nur hier so im süßen, kleinen, familiären Bereich oder hier so. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz für den Boden. Für den Bogen, nicht für den Boden. Nur hier ist glatter Boden, so rum. Dass wir da vielleicht irgendwie gucken, dass wir da was hinstellen können. Ha! Bei mir wird es langsam ein bisschen, ich will nicht sagen kälter, aber frischer. Okay, was macht Panda? Pan schwebt irgendwie so falsch auf der Bank. Gut. Wenn es bequem ist, Pan, dann mach das ruhig mal. Ich habe gerade die Mondphase mal wieder angestellt, was dazu führt, dass in einem Tag schon wieder Vollmond ist. Ich verstehe es zwar immer nicht, aber naja, wir können es ja hier mal versuchen. So, Fina schläft noch. Lori schmeißt vertrocknete Pflanzen weg, was ja an sich gar nicht mal so verkehrt ist. Wir versuchen immer noch, dass George hier irgendwie ein Wunderkind wird, aber bis jetzt hat das noch nicht ganz so gut funktioniert. So, wir schlafen noch und wir wollen jemanden kennenlernen. Und Rose ist auch gleich ausgeschlafen. Wie viele Pflanzen hat Lori hier noch wegzutragen? Das wäre jetzt noch interessant zu wissen. So, wir müssen hier auch mal den Napf füllen. Der ist ein bisschen leer. Lori, nimm uns mit. So, da ist noch eine Pflanze. Aber ich glaube, dann sollten wir so ziemlich alles, das ist auch noch eine, okay. Fahrzeuge wurden gelöscht. Okay. So, Jim hat jetzt mittlerweile die Schnauze voll gehabt hier vom Angeln. Er ist doch ein bisschen zu müde. Dann gehen wir einfach nochmal rein auf Toilette und können uns dann hier mal schlafen legen. So, liebe Lori. Dann noch den Baum und dann müssten wir, glaube ich, alle vertrockneten Pflanzen haben. Also ich hoffe es zumindest. Da kann man sich auch irgendwie nicht ganz so hundertprozentig sicher sein. So, können wir aber. Denn der Napf wird nachgefüllt. Dann recyceln wir hier einfach mal noch die Zeitung, damit die da nicht rumliegt, weil wir haben noch ein bisschen Energie. Aber ich glaube, wir gehen dann einfach mal nach oben und holen Rose aus dem Gatter raus. So, wie war hier der Napf hier unten noch? Mal gucken, dass wir hier auch alles schön immer aufgefüllt haben. So, dann füllen wir den am besten auch noch. Und dann gehen wir zu Rose hoch. Wir könnten auch mal einen neuen Vogel uns holen, ne? Das könnten wir rein theoretisch auch mal machen. So, wir haben auch keine Lampe hier bei Rose im Zimmer. Ach, wir haben auch kein Geld wirklich, um eine Lampe zu kaufen. Hat Lori schon irgendwas Großes abgeerntet, dass wir von irgendwas sehr viel haben? Die Tomaten haben wir zum Beispiel ganz gut. Die verkaufe ich mal. Alraune haben wir hier. Samen, dann verkaufen wir mal die Alraunen an sich. Hier haben wir noch die Limonen, die können wir mal verkaufen. Dann sammeln wir uns hier mal ein bisschen Money an. Und dann müssen wir mal das anpflanzen, was wir hier noch im Inventar haben. Und mal schauen, wie unser Garten vom Bestand her ist. Dann können wir hier auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Geld dazu gewinnen. Hä, aber hier ist doch eigentlich eine Lampe drin. Ach, bestimmt. Hä, aber haben wir die nicht auf automatisch? Okay, also müssen wir echt warten, bis jemand Erwachsenes hier hochkommt. Interessant. Okay, dann warten wir einfach mal, bis Lori hier ist. Dann sollte es ja auf jeden Fall hell hier werden in der Welt von Rose. Ja, na perfekt. So, dann. Aber ist auch irgendwie logisch, ne? Sie kann ja nicht selber das Licht anmachen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. So, mal eine Runde kuscheln. In die Luft werfen. Das Töpfchen, das hatten wir beigebracht. Und dann können wir hier mal auf dem Boden füttern. Ah. So, Fina schläft immer noch. Jim schläft. Aurora schläft. George ist auch gleich ausgeschlafen. Und unsere süße Rose bekommt hier gerade ein bisschen ihre Bedürfnisse erfüllt. Oh. Ja gut, baden müssen wir sie jetzt nicht unbedingt. Aber wir können selber mal duschen gehen. Einfach nur so, um uns mal frisch zu machen. So, Rose ist so gut wie satt. Sehr schön, dann schicken wir Rose hier mal das Töpfchen benutzen. George müsste jetzt auch wach geworden sein. Naja, fast. Viel fehlt nicht. So, wir können hier auf jeden Fall mal noch Rose eine Runde baden. Hey Rose, willkommen. So, Rose ist immer noch auf dem Töpfchen. Rose, komm mal da runter.
Ja, sehr gut. So, dann werden wir Rose hier einfach mal baden. So, Rudelle. So, und jetzt ist hier auch unser guter George wach. Wie alt ist George eigentlich? Oh, in einem Tag wird George älter. Alles klärchen. Danach gehen wir hier mal duschen. Und Aurora ist auch wach geworden. Aurora kann mal ihr Bett machen. Seht ihr, ich wollte auch das Hochbett verkaufen. Ich gehe jetzt doch mal in den Kaufmodus. Ich riskiere es jetzt einfach mal, dass wir hier wieder eine halbe Minute warten, damit wir hier reinkommen. Aber wir haben ja noch diese schöne, langsame und leise begleitende Musik. Voll gut. Ich wünschte auch, wir könnten Auroras und Georges Zimmer so ein bisschen freundlicher gestalten. Und selbst Rose ihr Zimmer ist nicht besonders schön, aber selbst sie hat mehr drin als die beiden. Oh Mann, ey, wir brauchen dringend mehr Geld. Das ist hier manchmal ein bisschen ärgerlich. Dadurch, dass wir auch keine großartigen Beförderungen oder so haben, bleibt das Geld halt leider irgendwie aus. Ja gut, aber ich werde jetzt hier das Bett verkaufen. Dann dürften wir, glaube ich, so um die 500 Simoleons haben. Oh, sogar mehr. Insgesamt meine ich jetzt, nicht nur fürs Bett. Ah, jetzt schaut mal, hier haben wir auch noch Zeug. Sehr cool. Oh, wir haben sogar noch zwei Staffeleien. Okay, eine verkaufe ich mal. Aber die andere stelle ich hier mal ins Zimmer rein. Die ist jetzt zwar nicht die schönste so, aber... Nö, eine Staffelei kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. So. Dann ziehe ich das mal hier rüber. Oh, wow, hier haben wir echt nur den Ton denn. Das war nicht so ganz der Plan. Ich hätte es lieber in weiß gehabt. So. Dann können wir unser Geschenk hier auch glatt mal nutzen. So, und dann haben wir 1200 Simoleons. Ich würde vorschlagen, damit machen wir jetzt hier mal die Location, die ich für die Party vorhatte. Für unsere hübsche Hochzeit hoffentlich. So, wo war denn hier dieser Bogen? Es gab doch mal diesen Bogen, in dem man heiraten konnte. War der bei Deko? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo ist dieser Hochzeitsbogen? Ich suche einfach mal hier nach Inhalten, weil ich glaube, das war bei hier Lebensfreude mit dabei. Dann müssten wir es ja rein theoretisch sehen. Okay, wir haben auf jeden Fall die Hochzeitstorte. So, die packen wir mal hier drauf. So, weil es gerade passt. Und bei Deko, da war der Bogen gerade. Schau mal einer, guck. Was haben wir hier? Das ist nur so. Und hier ist es so. Okay. Was auch immer das so jetzt bedeutet. Achso, mit dem einen ist es mit Herz und bei dem einen und anderen ist es ohne Herz. Na Mensch, dann machen wir das doch hier mal mit Herz. Und ich zentriere das auch nochmal hier vor ihrer Hütte, denn dann ist das auch schick. Hier nochmal ein Stück zurück. Die Frage ist jetzt, brauchen wir noch irgendwas? So einen kitschigen Herzchenteppich. Ich finde das Stoff irgendwie ein bisschen viel. So vielleicht. So, dann passt es auch noch zur Hausfarbe. dann haben wir da das Bummel. Aber irgendwo gab es auch mal diesen Teppich aus Blumen irgendwie. War das bei Traumdingens? Hier. Okay, gab es anscheinend nicht. Habe ich mir vielleicht eingebildet, man weiß es nicht. Alles. So. Und ich hätte jetzt einfach gerne hier nur noch ein paar Stühle stehen, so zwei, drei Stück. Weil mehr Gäste werden wir am Ende sowieso nicht haben. So, da machen sich die doch hier ganz toll. Nur die Schleife würde ich gerne nochmal ändern. Würde ich glatt hier auch wieder in diesem dunklen Rotton machen, dann passt das hier wenigstens zusammen. So, kostet jetzt natürlich ein bisschen was der Stuhl, aber meine Güte, was soll's. So. Ich meine, die beiden stehen ja am Ende eh da in der Mitte, ne? So, dann machen wir einfach hier drei Stühle drumherum und dann ist das schon hübsch, oder? Das kann man doch so machen. Ist halt eine kleine Hochzeit, wir haben hier nichts Großes. So, weil ich will jetzt auch nicht so viel Geld für die Stühle ausgeben, ne? Das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen viel dafür und am Ende verkaufen wir es ja eh wieder nach Wertminderung. Aber ich würde mir halt wünschen, dass die beiden jetzt endlich mal heiraten. Aber ich würde sagen, wir warten auf jeden Fall noch, bis es hier ein bisschen mehr getaut ist, ne? Wie viel Grad haben wir jetzt? Ein Grad. Da will ich ja nicht unbedingt heiraten. Und wir müssen auch noch ein Hochzeitskleid gestalten. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch für sorgen. So, wir wollen auch unbedingt noch einen Hund adoptieren. So, jetzt habe ich die Zeitung weggepackt.
Laptop haben wir rein zufällig nicht hier drin. Nee, das sieht nicht so gut aus. Aber Hausaufgaben können wir auf jeden Fall noch nachholen. So, George ist noch brav duschen gegangen. Hier wurde auch noch Rose ein bisschen gebadet. Sehr schön. Konnte Rose jetzt schon alles? Ich weiß es gerade gar nicht. Rose kann noch nicht laufen, aber auch noch nicht sprechen. Okay, alles klar. Dann können wir nochmal versuchen, ein bisschen Sprechen beizubringen, solange wir noch gute Laune haben. Dann ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So, Dalle. Und dann schicken wir George hier mal eine Runde was futtern. So, Fina braucht noch ein bisschen, Jim auch. Aber Jim steht, glaube ich, schon fast vorher auf. So, viel Sprechen haben wir ja nicht mehr. Die Hälfte ist schon geschafft. Sehr, sehr gut. Und Jim will ihr unbedingt das Laufen beibringen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. So, Aurora geht noch duschen. Der Schulbus müsste auch in einer Stunde kommen, glaube ich. Oh, wow, nein, er kommt jetzt. Das ist ungünstig. So, ich stelle das mal lieber so um. Und George wollte eigentlich auch noch was essen. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ich bezweifle das mal hart. Wir gehen lieber gleich runter. Haben wir unsere Hausaufgaben fertig? Ja, bei George ist alles gut. Sehr schön. So, Aurora, beeil dich mal mit deinen Hausaufgaben. Sonst gibt das hier noch ein Unglück. So, das mit dem Sprechen klappt hier soweit. Wir behalten mal Aurora im Auge. Ach, Mensch, ärgerlich, dass wir das nicht rechtzeitig schaffen. Aber wir müssen das jetzt auch schon wieder einklappen, sonst kommen wir zu spät zum Bus. Und der wartet leider nicht auf uns. So, wie sieht es mit der Temperatur aus? Mittlerweile 3 Grad. Sehr schön. So, hoffentlich kommen wir da durch. Aber das sieht soweit so gut in Ordnung aus. So, wie geht's Lori? Oh, da war die Dusche wohl etwas kalt. Etwas kalt. Aber hey, so, Sprechen beibringen läuft soweit. Ich gehe mal zu Fina, die müsste gleich ausgeschlafen sein. Und dann können wir hier gleich mal gucken, ob wir vielleicht ein Bild oder so malen, um uns hier nochmal ein bisschen mehr Geld zu kredenzen. So, dann machen wir hier mal gleich das Bett. Hier ist Pan, den können wir gleich mal bürsten. Der quatscht da gerade mit Morris. Hey Pan, wir wollen nicht mal eine Runde bürsten. Bist du ready? Wie geht's Morris eigentlich? Morris könnte mal was futtern und eine Runde kratzen. Ich schicke Morris jetzt erstes mal hier aufs Katzenklo. Dann ist Morris da an der Stelle auch beschäftigt. So, und hier können wir mal ein Leckerchen geben. Da freut sich Pan dann bestimmt. So, Jim müsste mittlerweile auch wach sein. Mehr oder weniger gut. Wir legen uns einfach nochmal hin schlafen. So, Lori schafft das hier noch ein paar Minuten. Vielleicht schaffen wir es sogar noch mit dem Beibringen. Aber wir haben noch 3 Tage, von daher alles gut soweit. So, da wird ein Leckerchen gegeben. Voll gut. So, ja, Pan geht es ja dann soweit gut. Pan, ich würde sagen, du kannst dann mal hier hinpieseln. Was hältst du denn davon? Und ist Morris schon vom Katzenklo runter? Das sieht gut aus. Dann können wir auch Morris mal eine Runde bürsten. Morris, wir sind da zum Bürsten. Okay, Morris rennt einfach nur weg. Das ist natürlich auch ein Plan. So, Mango schläft noch. Und was macht Cleo da? Herumschnüffeln. Okay, Cleo schnüffelt einfach mal herum. So, und Morris lässt sich jetzt hier mal ganz gemütlich bürsten. Und kann danach rein theoretisch mal aus dem Napf fressen. So, Jim ist auch bald ausgeschlafen. Und Lori hat es jetzt hier oben aufgegeben. So, wir können ja hier nochmal eine Runde kuscheln. Und dann würde ich sagen, können wir unsere kleine Maus mal hier runterbringen. So. Fina ist mit Bürsten fertig. Gib Kunstunterricht in der Schule, bevor die Zeit abläuft. Ja gut, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Sollten wir vielleicht mal machen. So. Fina kann sich jetzt hier mal ein bisschen frisch machen und was frühstücken. So. Lori bringt Rose hier gerade runter. Und danach können wir auch eigentlich mal den Käfig auffüllen. Und dann sollten wir vielleicht nur einen Mittagsschlaf halten, weil sonst könnte das ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, ich hätte wieder gerne so einen Ara, so diesen blau-goldenen. Haben wir hier schon mit der Logik gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ja, gut, können wir noch machen. Sehr schön. So, da haben wir auch einen neuen Vogel. Und den können wir mal benennen. Graculus ist jetzt gerade nicht so. Ich würde ihn mal... ist vielleicht nicht so der kreativste Name, aber Blaui. Das ist Blaui. So, Dalle.
dann hat Blaui jetzt auch Futter. Und wir müssten rein theoretisch auch mal was futtern, aber wir sind irgendwie viel zu müde. Wir legen uns mal lieber kurz ins Bett und schlafen mal. Hier wird auch schon... Ich hoffe, wir kommen da jetzt durch. Kommen wir jetzt dann auch durch? Und wie lange ist die Torte haltbar? Fragen über Fragen. Und wir können es auch nicht in den Kühlschrank stellen. Hoppla. Okay, vielleicht muss die Torte warten. Ich bin gespannt. Ha, Morris möchte mal ein bisschen kratzen. Wo schicken wir Morris denn da jetzt am besten hin? Vielleicht hier in die Küche, weil er da sowieso schon hin unterwegs ist. Wäre zumindest ein Plan. So, da haben wir auch schon den Wunsch. Dann packen wir das mal hin und wir wollen unbedingt Mango putzen. Das ist natürlich auch ein Plan. So, soweit, so gut. An Pan Fairy Tail schmiegen. Ja, machen wir glatt. So, Fina hat aufgegessen. Dann, Fina, räum doch hier mal den Teller weg. Sei mal so gut. Und dann kannst du hier gerne mal den Napf füllen. Der wurde nämlich ordentlich leer gegessen. So, Jim ist jetzt wirklich gleich ausgeschlafen. Sehr, sehr gut. Und ich wollte hier noch spät an den Hausaufgaben sitzen. Mein Fehler. So, Jim, dann zeig mal, dass du hier gleich aufstehen kannst. Fina ist jetzt soweit ready. Wir wollen Cleo auch gerne noch ein Leckerchen geben. Das können wir glatt tun. Wo ist Cleo gerade? Ah, Cleo hat hier Spaß. Na, schau mal einer, guck. Ich lass mal Cleo hier hinpieseln. Und wir können in der Zeit mal nach hier hinten gehen. Wie geht's Pan? Pan geht es auch super. Pan würde gerne mal ein Tier anbellen. Ist gerade irgendwer hier, den wir anbellen können? Mango schläft immer noch und Morris ist am Kratzen. Ja gut, dann müssen wir mal kurz warten, bis Cleo hier gepieselt hat. Wie sieht's hier im Garten aus? Da wollten wir ja auch auf jeden Fall gucken, dass wir noch alles hinkriegen. Und wir müssen hier auch mal haken, ne? Das wäre eigentlich auch noch eine ganz gute Idee. So, jetzt können wir mal eine Runde bürsten und dann Leckerchen geben. Da freut sich Cleo bestimmt. Und Jim ist wach. Dann machen wir hier mal das Bett. So, ständig macht George irgendwas. Und Jim muss auch gleich zur Arbeit. Ha, da müssen wir auf jeden Fall später mal das hinkriegen mit dem Laufen beibringen. Immer klappt das nicht so ganz. So, wir essen hier erstmal was, bevor wir uns duschen gehen. So, Lori, lass mal noch ein bisschen schlafen. Und hier wird noch fleißig gebürstet. Hihi, schau mal einer, guck. Oh, voll süß. Hihi, die Cleo, die. So, da kommt das Leckerchen. Da erfüllen wir uns ja auch den Wunsch. Was wollen wir noch? Über Kochen reden. Okay, ist natürlich auch ein Plan. Und wir können mal loben für ordentlich sein. Sehr schön. So, geht es Cleo dann gut? Ja, perfekt. Cleo würde gerne noch die anderen beschnüffeln. Aber das passt gerade nicht so gut. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal hier eine Runde kauen. So, dann haben wir hier noch Mango. Mango würde gerne mal aus dem Napf fressen. Dann schicke ich einen Mango mal hier hin, weil Mango gerade genau da ist. Und, wow, okay. Mensch, Rose, das hast du gut gemacht. Kannst du mir mal eine Runde kratzen. Und dann schicken wir Rose hier mal ans Klimbim spielen. So, George kommt gleich nach Hause. Aurora ist schon auf dem Weg. Jim hat immer noch nichts gegessen. Warum? Wieso? Weshalb? Was ist los? Wir versuchen es nochmal. Ich hoffe, wir kommen da durch. Perfekt. So, dann können wir danach auf jeden Fall auch zur Arbeit gehen. So, und ich würde sagen, Fina, lassen wir mal ein Bild malen. Haben wir hier schon irgendwie was angefangen? Nö, sehr gut. Dann malen wir hier einfach mal ein großes Bild und hoffen damit, dass wir ein paar Simoleons sammeln können. So, dann lasse ich jetzt mal Lori aufstehen, damit sie noch ihre Aufgabe erfüllen kann. Das erscheint mir wichtig zu sein. So, wir holen uns hier mal auch noch ein paar Sushi-Rollen. Und George ist auch auf dem Weg nach Hause. Er kann auf jeden Fall dann mal Hausaufgaben machen. Okay, jetzt macht er die anscheinend irgendwo. Naja, ich bin ja gespannt. Dann soll er halt danach nach Hause kommen. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Jim schafft das hier auch noch. So, und bei Lori kommt schon wieder Pan an. Ich versuche mal hier das Bett zu machen. Okay, wir sind zu hungrig, um das Bett zu machen. Dann werden wir hier einfach mal Mittagessen servieren. Und zwar Gelee-Sandwiches. Die gehen schön schnell und die kann man auch zum Frühstück essen. Das ist äußerst praktisch. So, Jim schwebt los. Diesmal nicht mehr im verkehrten Outfit, ne? Wir haben es geschafft, das Problem zu lösen. So, George kommt danach nach Hause. Hier wird jetzt noch gegessen. Und wir müssen dringend mal ein bisschen fernsehen. Damit sich mal der Spaß hier ein bisschen hebt. So, Lori... Oh nein, der Kunstunterricht ist 16 Uhr. Wir haben es nicht geschafft. Oh weia. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Aber dann müssen wir es am nächsten Tag nochmal versuchen. Und jetzt ist auch schon wieder Vollmond. Das ist unglaublich. So, hier einmal eine Runde Reste wegstellen.
Fina malt weiter. Jim kann mal ein bisschen hart arbeiten. Aurora kann mal umschalten. Vielleicht auf etwas, was ihr mehr gefällt. Wie Actionwelt vielleicht. So. Und wir müssten rein theoretisch hier mal auf das Töpfchen. Dann sollte es uns da auf jeden Fall besser gehen. Und ich hole mal Tante Fina runter. Dann kann sie hier auch mal die Flasche geben. So, Lori hat was gegessen. Sehr gut. Lori räumt es auch gleich weg. Noch viel besser. So. Fina wartet ganz geduldig. Sehr, sehr gut. So, und Rose könnte dann einfach mal eine Runde gekuschelt und gekitzelt werden. Und dann können wir sie mal auf den Boden füttern. Und danach hier das Töpfchen leer machen. So, Lori räumt den Rest weg. Hier können wir gleich mal sauber machen. Ha, schade, dass wir den Rest irgendwie nicht so richtig geschafft haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!